geht darum, dass wir den Herrn loben, preisen und anbeten. Und das in einer Art, in einer sehr jugendlichen Art, wo wir dann wirklich mit rhythmisch auch besonderen Liedern das Ganze untermalen. Wir haben auch ein Schlagzeug dabei, E-Gitarre, E-Bass. Und deswegen, ja, die werden uns hier rhythmisch ganz gut unterstützen. Und das ist wirklich so eine Anbetung der modernen Art. Das Werk ist eigentlich für Orchester gedacht, aber wir haben gedacht, wir laden die Jugendlichen auch mal dazu ein, das auf ihre Art und Weise zu gestalten und sind selber auch ganz gespannt, natürlich, wie es aufgenommen wird. Und das Endprodukt steht ja auch noch nicht ganz. Also im Moment jetzt ist es für uns auch noch sehr spannend. So, bis gleich machen wir. Also die Grundstruktur ist eigentlich typisch neues geistliches Liedgut, was wir aufgemischt haben durch eine Band, die wir dazu gelegt haben. Einzelne Soloinstrumente aus dem klassischen Bereich sind auch dabei, aber man kann nicht sagen, dass es noch ein klassisches Werk ist, würde ich sagen. Naja, auf jeden Fall am 16. November in Schwabach im Markgrafensaal, da sind wir alle zu hören. Chor, Pianist, die ganzen Solisten. Wir haben 6 Solisten, die sich hier wirklich viel Mühe geben und wirklich aus sich rausgehen. Es wird wirklich eine klasse Sache. Herzlich willkommen.